Hallo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Grandia, dem HD Remaster. Und wir sind in die Minen vorgedrungen und folgen jetzt diesem Grunzen hier. Ah, ich wollte ja noch umschalten. Oh, Leute, seht ihr, jetzt hätte ich es doch fast vergessen zwischen den Episoden. Ich hätte gern wieder mein Schwert. So. Und für die Sue, lass mich mal schauen. Handpfeile, Berghammer. Ja, der ist natürlich stärker, das ist klar. Aber Fernwaffen haben halt ihre Vorteile. Ach komm, wir geben ihm mal den Berghammer, wieso nicht? Wir sind voll aufgeladen, also sind wir jetzt bereit, wahrscheinlich für den Endgegner. Oh, oder doch nicht? Geld. Oh, das. Und Geld. Leute, macht ihr das auch immer, wenn ihr beim Endgegner seid und ihr sammelt erstmal alles ein, was so rumliegt? Wow! Also, okay. Ah, jetzt, ich hätte jetzt mal gucken sollen, wie viel Gold wir vorher hatten und wie viel jetzt. 915 wieder. Obwohl wir ja gesehen haben, Gold geht relativ schnell auch wieder drauf, ja. Boah, hier ganz viele Flaschen Alkohol. Und da liegt noch ein Brot. Ah, okay. Ihr seid es also. Gegen euch drei müssen wir also bestehen. Ja, ich würde sagen, Ork-König. Okay. Wir gucken erstmal, was sie machen. Angreifen, Feueratem. Feueratem gefällt mir schon mal überhaupt nicht. Ich würde sagen, wir hauen erstmal unsere 400, 3, what the heck? 385. Ach, du heilige. Wow. Okay, den Biss verhindern wir mal. What the heck? 300. Okay. Okay, dann bin ich ja froh, dass wir noch ein paar kleine Kräuter und so dabei haben. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, wow. Das haut ja richtig rein. Wartet mal, ich werde den trotzdem erstmal killen. Und hoffen, dass Sue jetzt irgendwie überlebt. Sue, bitte überleben, bitte überleben. Okay, sie überlebt. Gegenstand, Wundsalbe. Ah, nein. Nein, 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 nicht Wundsalbe. Gibt einem Freund... Ach doch, ich dachte, da steht jetzt, belebt den Freund zurück oder so. Bringt den Freund zurück. So Phönixfedermäßig. Okay, also nur der Feueratem ist eigentlich wirklich gefährlich. Wie ich gerade sehe. So... nö. Du machst erstmal keinen Biss. So. Zu. Hau mal zu. Ich hoffe, die schafft das. Wow. Wow. Haut die rein. Zu mit dem Berghammer. Okay. Ich würde sagen, wir üben noch mal ein bisschen unsere Skills hier. Jetzt haben wir mal einen Gegner. Wo wir unsere Skills üben können. So. Oh, jetzt ist er sogar ein bisschen benommen. Habt ihr gesehen? So, und jetzt haben wir mal den Schaden raus. Sehr gut. Okay. Ich würde sagen... Ah, okay, jetzt haben wir kein SP mehr. 10 SP haben wir noch. Aber die Xu hat doch eine Möglichkeit, dass man das wieder auffüllt, nicht wahr? So. Machen wir das doch gleich mal. Das. Ah, sie hat auch nicht mehr genug. Okay, dann versuchen wir den einfach so umzuhauen. Wir haben ihn ja fast, Leute. Wir haben ihn fast. 54. Oh, das wird jetzt wird wehtun. Verteidigen. Okay. Wenn du verteidigst. Ah, dann greifen wir einfach so an. Dann werden wir zwar weniger Schaden machen, aber jetzt macht der nichts Sinn. So. Ja, wow. Dann machen wir wirklich definitiv weniger Schaden. Und er kann viel schneller starten. So. Machen wir mal einen kritischen. Und tschüss! Leute, unser erster richtiger Endgegner, oder? Okay, ja, der Steinvogel. Ja, aber komm, Leute, das war kein Endgegner. What the heck? 500 Goldmünzen. Wow. Geschafft, Justin. Jetzt gibt Java uns den Fahrschein. Ah, das sieht übel aus. Wir werden lebendig begraben. Lauf, Sue. Ah, warum musste das passieren? Wow, Leute, mein Controller. Versamen, Verteidigungssamen. Okay, können wir die mal nehmen? Weil das wäre ein Dings weniger im... Ah, okay, da ist er. Worauf wartet ihr denn? Hier entlang, kommt hier rüber. Ja, das ist Java. Na los jetzt, Bewegung, die Mine stürzt ein. Ich will ihn immer so ein bisschen grenzdebil und aggressiv. Oh, wow. Boah, Leute, mein Controller. Ah. Oh mein Gott, wie cool.
die Musik, Leute. Oh oh. Oh oh. Wir rollen zurück. Oh, ist das geplant? Schnell, wir müssen raus. Hier kein Sightseeing mehr hier. Boah, Leute, meine Hände. Die Vibration. Ich muss das mal ausschalten. Oh oh. Oh, wow. What the heck? What the heck? Hört zu, erstklassige Abenteurer geben nicht auf, bevor alles vorbei ist. Aber ihr habt nicht mal überlegt, wie ihr da rauskommt. Ich bin von euch enttäuscht. Was? Wir haben versagt? Wir haben uns so angestrengt. Ich sag euch jetzt mal was. Ein wahrer Abenteurer verliert nie die Hoffnung, was auch kommen mag. Vergesst diese Worte nicht, wenn ihr in der neuen Welt Elencia seid. Und gebt euch mehr Mühe. Was? Java? Heißt das? Ich habe etwas versprochen. Sagen wir, ihr habt bestanden. Da, ein Fahrschein in die neue Welt. Nimm ihn, Justin. Schiffsfahrschein erhalten? Oh Leute, die Musik. Oh, es ist so schön. Ja, jetzt komme ich in die neue Welt. Super. Wow, wie toll. Oh, vielleicht bilde ich mir das ein, aber stinkt er nicht ein bisschen? Ha, das kommt daher, dass er von Blut, Schweiß, Tränen und Seelenqualen und ein paar anderen Sachen durchtränkt ist. Hör zu, Justin. Du hast jetzt deine Flügel erhalten. Diese Flügel gehören nur dir allein. Meine eigenen Flügel. Aber vergiss nicht, in wahrhaft schweren Zeiten vertrauen Abenteurer nicht auf einen Fahrschein. Du musst auf dein Abenteurerherz vertrauen. Hör auf dein Herz und es wird dich immer weiterführen. Versprich es mir, Justin. Eines Tages erzählst du mir eine tolle Geschichte aus einer fernen Welt. Ich werde darauf warten. Klar, versprochen, Java. Ich gehe jetzt. Danke, Java. Ist das nicht toll, Justin? Das gibt's doch alles gar nicht. Gehen wir zurück nach Palm. Java, kann ich Sie mal was fragen? Ich weiß schon. Es ist wegen des kleinen Mädchens, oder? Dazu kann ich nur eines sagen. Ein Abenteurer geht allein. Verstehst du, Justin? Was ist los, Justin? Gehen wir nach Hause. Ja, tut mir leid. Danke für den Fahrschein, Java. Ich passe gut darauf auf. Wiedersehen, Java. Passen Sie auf sich auf. Boah, wie cool. Boah, Leute. Wie ich solche Geschichten vermisst habe. Wieso wird sowas nicht mehr gemacht? Es ist wirklich schade. Oder man wird alt. Ja, ich werde wahrscheinlich alt. Das ist es. Und das ist die Nostalgie. Sagen Sie aber, Sie waren doch in der neuen Welt, nicht wahr? Wie ist es da? Ich sag's euch. Nun, man braucht mit dem Schiff einen Monat, bis man die neue Welt erreicht. Dann erstreckt sich vor allem eine unbekannte Welt voller Gefahren, die den Tod bedeuten können. Es gibt Horden schrecklicher Monster, die einen einfach so verschlingen. Kein Vergleich zu den Monstern hier. Tja, man muss aufpassen, dass man nicht als Monstermahlzeit endet. Junge, ich sag dir was. In der neuen Welt gibt es Männer mit feuriger Seele, wie ich eine habe. Und es gibt einen Ort für Männer mit feurigen Abenteurerseelen. Ich meine die Abenteuerliga. Wenn du Probleme hast, geh dorthin. Dort wird man dir helfen. Wow, die Abenteurerliga. Gut, sobald ich in der neuen Welt bin, werde ich mich dort melden. Cool, Leute. Dieser Fahrstein ist getränkt in Blut, Schweiß, Tränen und ein paar andere Dinge. Verliere ihn nicht. Er stinkt ein bisschen, aber danke, Java. Er stinkt ein bisschen. Oh Mann. Okay, wie kommen wir denn jetzt zurück? Gehen wir jetzt einfach zurück? Ah, Leute, und die Musik. Da fühlt man gleich die Aufbruchsstimmung. Können wir einfach zurückgehen? Ah ja, das können wir. Leute, dann gehen wir echt zurück. Nein, okay, das hätte mich jetzt gewundert. Boah, und seine Stimme war schwer, Leute. Was ist los, Justin? Du warst so aufgeregt, als es losging, aber zurück warst du ganz still. Stimmt das? Das hat nichts zu bedeuten. Sag schon, wie sieht der neue Kontinent aus? Ich kann es kaum erwarten. Nun beginnt endlich unser echtes Abenteuer, Justin. Jetzt wird's ernst. Wir müssen allen Lebewohl sagen. Das wird sie ganz schön überraschen. Du weißt aber schon, wenn wir beide gehen, ist Tante Lilly ganz allein. Sue, ich will losziehen, ohne Mama etwas davon zu sagen.
Das musst du übernehmen. Hä? Wie meinst du das? Ich verstehe dich nicht, Justin. Ja, aber hat das auch gesagt. Das Abenteuer ist nun kein Spiel mehr. Sue, du bleibst hier. Was soll das denn auf einmal? Wir gehen überall zusammen hin. Wir machen alles zusammen. Ich dachte, wir bleiben zusammen. Ich habe mich bereits entschieden. Ich werde kein Kind mitnehmen. Das Schiff läuft im Morgengrauen aus. Du musst so früh nicht kommen, um dich von mir zu verabschieden. Ich bin kein kleines Kind mehr. Ich nicht. Ohne mich hättest du nicht mal den Fahrschein fürs Dampfschiff. Hast du das vergessen? Sue. Lass mich in Ruhe. Ich hasse dich. Ja, das ist das, was ich eigentlich von Anfang an auch dachte. Ich verspreche dir, Sue, ich werde als vollwertiger Abenteurer zurückkehren. Und bei meinem nächsten Abenteuer nehme ich dich mit. Versprochen. Was? Justin! Leute, sorry. Nur Verräter. Okay, gut. Also es läuft im Morgengrauen aus. Ah, Leute, es ist so schön. Es ist... Ich kann dazu gar nicht mehr sagen. So eine schöne Geschichte. Ich freue mich richtig, das wieder erleben zu können. Okay, die Brosche haben wir abgegeben. Hallo? Wo ist Sue? Es ist etwas kompliziert. Ja, wahrscheinlich müssen wir sie nochmal besuchen. Hausieren verboten? Ja. Ach so, stimmt. Wir müssen ja noch sagen, dass wir die Geldbörse abgegeben haben, oder? Ich frage mich, wie es dem Mädchen im Café geht. Was soll denn das? Ich kann das nicht. Hä? Hä? Verstehe ich nicht. Was hat er gemeint, Leute? Hallo? Ich verstecke mich schon so lange und niemand hat mich gefunden. Es wird dunkel. Ob vielleicht alle schon nach Hause sind? Komm schon, Justin, jetzt bist du dran, okay? Was? Warum das denn? Justin, wenn du jetzt nicht dran bist, dann darf ich nicht nach Hause. Du hast mich erwischt. Ach komm, jetzt geh schon. Okay, also im Morgengrauen. Jetzt ist es wahrscheinlich abends. Das heißt, wir schlafen und schleichen uns dann raus oder gehen wir jetzt direkt zum Hafen? Ich glaube, wir schlafen erst, oder Leute? Hat doch der gute Java gesagt, man muss sich auch erholen nach einem Abenteuer. Sag Justin, du bist in die Leckminen gegangen, oder? Deine Kleidung ist voller Kohlenstaub. Das war echt ein tolles Abenteuer. Ohne mich wäre es schlecht gewesen. Du bist so selbstbewusst, Justin. Du hast dich auch nach dem Abenteuer nicht verändert. Du bist immer übermutig, ja. Ja, das ist so ein bisschen... Ach, Leute. Das Leben ist ja ein Abenteuer und der Justin beginnt zu begreifen, dass er... Ja, dass man sowas als Kind natürlich nicht machen kann, sondern dass man erwachsen werden muss. Oh, ganz. Hey, wie habe ich ihn denn gesprochen? Ah ja, so... Hey, Justin, stimmt was nicht? Ich habe gerade zugesehen. Sie rannte heulend an mir vorbei. Oh, du bist es ganz. Es ist nichts. Nein, gar nichts. Oh, Streit unter Liebenden. Wenn du so weitermachst, ist zu bald meine Braut. Könntest du dich vielleicht um Sue kümmern? Was stimmt mit dir nicht, Justin? Wie auch immer, seit ich letztes Mal besiegt wurde, denke ich über eine weitere Herausforderung nach. Vergiss das nicht. Ja, aber ich glaube, der Justin ist dem ein bisschen entwachsen. Was? Hier ist es mal leer? Wie kommt das denn? Justin, da bist du ja. Komm, das Essen steht auf dem Tisch. Es gibt deinen Lieblingseintopf. Happa, du bist die Beste. Wir speichern mal kurz. So. Okay. Oder gehe ich nochmal zu Sue? Ah, Leute, wartet mal. Wir können Sachen verkaufen. Wir haben ja einen Haufen Zeug. Ja? Ja? Verkaufen. Okay, die Handaxt können wir zumindest verkaufen. Granate. Ja, Leute, das ist ja alles Blödsinn. Das brauchen wir ja alles nicht. Es blockiert nur den... Ja, und wir haben auch... Ja, die Sus... Ja. Der,
Die Items von Sue sind nicht dabei. So, ich glaube. Ich glaube aber, die Gegenstände sind wichtig, weil es quasi Quest-Gegenstände sind. Deswegen. So. Geiststein, Eisentopf. Genau, das waren ja die vier Gegenstände. So, ich glaube, jetzt können wir essen. Ah, ich wollte ja nochmal zu Sue. Leute, oh Mann. Doch, das müssen wir machen, komm. Ich könnte mir vorstellen, dass sie nicht mit uns reden will. Oh oh. Es tut mir schrecklich leid, Justin. Die kleine Sue will dich leider nicht sehen. Nicht nur, dass sie sagte auch, dass du ein tollpatschiger Idiot bist und niemals ein Abenteurer sein wirst. Es tut mir leid, Justin. Ich musste Sue versprechen, dass ich dir das sage. Ich werde mich später dafür entschuldigen. Was soll ich da sagen? Wir verabschieden uns am Dock. Nein, vergiss es. Dadurch wird Sue nur sauer. Als ich merkte, dass Sue nach Hause kam, hat sie sich schon im Zimmer eingesperrt und kommt nicht mehr raus. Die ist immer so fröhlich, aber wenn sie sauer ist, verschließt sie sich. Sie ist da genau wie ihre Mutter. Ich wollte nicht, dass sie sauer auf mich ist, aber ein Abenteurer reist nun mal alleine. Ach Leute. Ja, wir müssen allein weiterziehen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir schlafen und machen uns bereit für unser, für den nächsten Schnitt auch. So, Justin, da bist du ja. Okay, dann essen wir. Happa Happa, du bist die beste Mama. Was, warum? Sonst sagst du immer, oh, Eintopf, Happa Happa, ich dachte, du freust dich. Schade, dass du nicht hier ist. Habt ihr Streit? Ah, egal, wer schuld ist. Du bist älter als sie und solltest dich entschuldigen. Ja? Gut, dann lass uns jetzt essen. Ach Leute, da ist immer alles noch so einfach. Es ist schon eine Weile her, dass wir beide allein beim Abendessen waren. Hin und wieder schadet es auch nicht. Aber weißt du, ohne Sue fühle ich mich auch irgendwie einsam. Bitte sie, morgen vorbeizukommen. Wird schon in Ordnung sein, Mama. Sue wird morgen vorbeikommen. Sie wird jedes Mal vorbeikommen. Oh, Leute, die Musik. Ach, das sind so eine Kleinigkeiten, aber das macht so viel aus. Der Eintopf heute ist wirklich lecker. Ich habe noch nie in meinem Leben so einen leckeren Eintopf gegessen. Ha, was für ein Theater. Ich mache das andauernd. Dies ist eins meiner besten Gerichte. Nun ja, es ist... Egal. Heute ist es besonders lecker. Ganz besonders. Okay, okay, ich verstehe. Du bist ein seltsames Kind. Es ist einfach so wie immer. Ja, aber für Justin ist es nicht wie immer, sondern ist es vielleicht das letzte Mal. Wie auch immer, Mama, wo bewahren wir unser Fotoalbum auf? Oh, unser Fotoalbum? Ich glaube, es ist in der Truhe, mit den Schubladen da drüben. Glaubst du, dass mein Foto da ist? Das eine, wo ich das Schwert so cool schwinge. Ich denke ja, aber was ist denn plötzlich los? Ach übrigens, das Dampfschiff zum neuen Kontinent fährt morgen früh ab. Möchtest du ihm beim Ablegen zusehen? Was? Was ist los, Mama? Warum sagst du das so plötzlich? Noch bist du ein Kind, aber in ein paar Jahren wirst du vielleicht auf eine Reise gehen und ich... Ja? Ach, Mann. Du, Justin, warum schläfst du heute nicht bei mir? Komm schon, wie damals als Baby. Wovon sprichst du da? Ich bin doch kein Baby mehr. Naja, aber... Heute auf keinen Fall. Ach, Justin, nimm das nicht zu ernst. Ich mache nur meine Späße mit dir. Du bist einfach zu lustig. Du hast mich so zum Lachen gebracht, dass ich Tränen in den Augen habe. Ach Mann, Leute, der... Ja, Abschied. So ist es. Mama, eigentlich habe ich morgen... Ich werde jetzt ins Bett gehen. Erzähl mir morgen davon. Gute Nacht. Stimmt. Gute Nacht, Mama. Justin, du gehst jetzt auch schlafen. Oh nein. Oh, sieht voll traurig aus. Ich nehme mal an, das ist alles. Und ich nehme mal an, dass es auch der Abschied von diesem Zimmer ist. Alles klar.父さん、ごめん。やっぱり俺、母さんに言えなかった。父さん、それにじいちゃんたち。俺、新大陸に行くんだ。じいちゃんや父さんも旅した広い広い世界へ。父さんがくれた精霊石のおかげさ。こいつが教えてくれた。
伝説のエンジュールが新大陸にあるって。今はわかるんだ。きっとみんなも初めての冒険の朝にはこんな気持ちだったんだろうなって。父さん、俺本当に父さんたちみたいになれるかな。母さんが話してくれるみんなは俺なんかよりずっと強くて、ずっと勇気があって、ずっとずっと冒険者だった。そうだよな、こんなの俺らしくないよな。そうだろ父さん。ここに俺の写真を置くぞ、みんな。約束する、俺はみんなを超えるようなすごい冒険者になる。さよなら母さん。俺行くよ。